Boah, es ist so scheiße kalt heute. Allerdings, ich könnte schon lange wieder im warmen Bett liegen. Krieg ich eins? Die sind schon voll alt. Hä, das ist doch... Also Bonbons können doch nicht alt werden. Lara, bitte. Warum denn nicht? Komm, gib sie wieder her. Jetzt gib die wieder her. Was ist denn da drin? Das ist Gras. Auf jeden Fall keine Bonbons, okay? Du kannst damit nicht so rumwählen. Gibst du? Ja, aber nur selten. Trotzdem ist es scheiße. Vom Kiff wird man dumm. Ich hab doch gesagt, ich mach's nur selten. Darf ich auch mal? Aber... Nein, das geht nicht. Komm schon, bitte. Ich muss davon noch raus. Okay, sorry. Das geht einfach nicht. Bis dahin. Aber bei mir zu Hause auch. Also macht es sowieso keinen Unterschied. Bei mir aber nicht. Könnten schön bei mir liegen und eine Serie gucken. Also, ich find's ja auch gemütlich. Also, Zigaretten und so? Klar, hab ich das schon mal probiert. Das brennt voll. Aber langsamer. Langsamer. Normal. Waren wohl doch noch nicht so viele Zigaretten, was? Trink mal einen Schluck. Das hilft. Ich spüre noch gar nichts. Geht doch. Wie merkt man eigentlich, wenn man bekifft ist? Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich glaube, ich bin nicht bekifft. Ich bin voll normal. Klar. Und ich will nicht, dass du das Praktikum machst. Du kannst mich ja besuchen kommen. Da gibt es ja noch keine Eltern im Nebenzimmer. Schon krass, das mit den Sternen, oder? Was? Du bist voll bekifft. Bin ich gar nicht. Ich muss jetzt eh mal nach Hause. Dein Vater sofort. Quatsch, ich bin doch gar nicht. Stimmt doch, bist du voll weit weg. Nee, ich habe wirklich keinen Bock auf Stress zu Hause. Hallo. Hallo. Lara, Essen ist gleich fertig. Ich hab voll Hunger. Hallo. Nico, na? Ist genug für alle da. Es geht 80 Schweizer Rösti. Was ist denn? Was ist denn daran jetzt so lustig, Lara? So, ich bin doch nicht blöd. Tast du und. So. Das war's mit dir und diesem Schwachkopf raus.